Mobiler Skaterplatz in Graps. Ein Haufen Jungs haben beim Umzug geholfen und mit seinen immer der Sonja. Sonja Einzel, die Jugendarbeiterin. Ohne Jungs gehen sie natürlich nicht, hat sie gesagt und gestrahlt, wie immer, und dann haben sie angepackt. Ja, der mobile Skaterplatz hat man zügelt vom Marktplatz. Dort hat es Reklamationen gegeben, auch gewisse Sicherheitsrisiken. Der Belag ist dort zwar besser gewesen, da ist der Belag bei der Tennishalle einiges schlechter, aber man hofft, dass es da weniger Reklamationen gäbe und hofft, dass die Jugend dann ungestört endlich auch mal ein bisschen dies und jedes kann machen, weil die Jugend braucht ja ihren freien Raum wirklich auch, gerade hier in Covid-Zeiten. Ja, und dann hat man angepackt, dann hat man gekrampft. Und da soll mal einer sagen, die heutige Jugend sei nicht mit Feuer und Flamme und viel Einsatz dabei. Nein, natürlich nicht. Da hat man wirklich gekrampft. Ja, wie schwer ist denn das? Ich habe Justin gefragt, wie schwer das sei. Ich würde Minimum sagen, dass es 200 bis 300 Kilo schwer ist. 200 bis 300 Kilo? Ja, also ohne sagen. Oder mit Loki? Ohne Loki natürlich. Ohne Loki? Ja, nur das, was da ist. Das sind Schnuff ist drum so? Hä? Schnuff ist drum so? Ja, es ist aber schon ein bisschen anstrengend. Komm jetzt, auf einer Seite mal schnell lupfen, nur zum Zeigen. Also ich bin ja nicht unbedingt schwach. Ah, super. Und jetzt ist es so, also das war jetzt über 150 Kilo gewesen. Mehr. Mehr, gell? 200 sicher. 200 würde ich schon sagen, fast alles zusammen. Also das Schwierigste beim Skaten und beim Scootern ist, dass man zuerst mal das Zeug richtig herstellt. Gell? Zuerst muss man trainieren, um das herumzutragen und also ein anstrengender Job, nicht? Also trainieren zum Umträgen muss man nicht, Kraft dazu sollte man einfach haben. Aber ja, nein. Für was ist das überhaupt da? Das was ist das da unten? Das ist einfach so ein Zugrail, einfach so ein Gleisenabschnitt, den ich von einem Handwerker so gesehen habe und einfach so geschenkt bekommen habe, ja. Zum halt ein bisschen Slides draufziehen, Grinds draufziehen. Ja. Was sagst du so zum Belag? Ist ein bisschen holprig da, gell? Ist nicht unbedingt der beste Belag, nein, aber man macht das Beste daraus. Okay. Also irgendwie geht es immer. Wird das also auf? Ist das so ein Skaterplatz, wenn so eine Jugendarbeiterin da ist, wo man das in deiner Brille drin sieht? Nein, sicher nicht. Nicht? Nein. Also du bist ja mit dem Film zufrieden da, he? Was gefällt denn dir dem Sport überhaupt? Ja, die Abwechslung. Die Abwechslung, der Spass, den man daran kann. Ich meine, ich bin auch noch nicht der Beste, aber es geht auch schon seit ein paar Jahren einfach so, um den Spass zu willen, neues Zeug zu lernen, Hindernisse überwinden und nachher die eigene Stärke eigentlich erst kennenlernen. Also. Ja, ja. Parkour ist irgendwie vorbei bei der Jugend, gell? Das ist nicht mehr so in, gell? Schon relativ, ja, schon relativ. Früher habe ich auch noch die Zeit ein bisschen was mitgemacht, ein bisschen was parkourlet, aber ja, nein, mein Herz war eigentlich immer so beim Skaten. Und die Jungen können es mit dem Scooter, gell? Ja, die meisten schon. Skaten ist schon nicht mehr so in. Gell, ist irgendwie schon. Bist schon ein Old Man mit Skaten, gell? Jetzt so. Minimalst. Und wenn du da bist auf einem kleinen Platz, gell, können ein Haufen Scooterli und stehen dir eigentlich ein bisschen im Weg. Das ist noch ein Problem, das sollte man können auseinandernehmen, oder nicht? Eine Gruppe schaut das so an, die andere Gruppe eher weniger. Richtet sich so zu der zweiten. Also mir ist eigentlich egal. Also klar ist man zum Teil im Weg, aber der Skater kann auch am Scooter im Weg stehen. Also, hast du vor allem so für Parkour oder hast du schon so ein Longboard, also machst du so im Alltag? Ja, also wenn ich skate, dann skate ich meistens halt so zum Arbeiten oder allgemein, wenn ich mit den Kollegen unterwegs bin, habe ich immer Skateboard dabei. Wenn man langweilig ist, skate ein bisschen. Ja. Und um Rüstung, so ein Betonplatz wäre schon super, nicht? So ein glatter Betonplatz, so ein schöner neuer Beton wäre halt schon Perle. Gell, und da hätten wir natürlich, nein, da hätten wir Platz, nicht? Haufenweise, meinst du? Schon, ja. Gell? Schon, ja. Also ich kenne den Platz auch schon früher. Und da unten da hat es ja schon einen anderen Skatepark. Da habe ich ja immer schon den im Auge gehabt. Ja, genau. Ja. Also da hoffen wir drauf, oder? Ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr. Also es würde sicher allen sehr unterstützen, vor allem der Jugend. Und ich wünsche es auch ihnen. Was machst du jetzt? Aufhängen von der Beach Flag. Hoi, 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 hoi. Cool. Jetzt aber du. Ich bin noch ein Örtchen suchen. Du weißt was, ich habe dich noch nie so gesehen auf einem Skateboard. Oh, ich kann im Fall überhaupt nicht richtig skaten. Doch, du kannst klettern. Ja, ein bisschen klettern, aber skaten, boah, keine Ahnung. Aber Scooter? Scooter, ja, aber so wie sie Scooter fahren. Meinst du? Ja, mhm. Sind super, gell? Ja, Wahnsinn. Und ist wirklich ein grosses Bedürfnis, gell? Ja, es hat sehr viele gehabt. Es hat jetzt auch ein paar Nachbarn, die ich noch getroffen habe, die gesagt haben, wo sind wir hin? Und ich dann gesagt habe, ja, wir haben das Paket aufgehängt, dass wir umgezogen sind. Und ja. Dann haben sie gesagt, schade. Okay. Und ja, viele Kinder halt vor allem, die viel Interesse haben. Ich glaube, so ist es jetzt gut. Meinst du, es gut? Ja. Und jetzt probierst du mal, oder was? Können wir machen, ja. Probieren mal, das würde mich auch interessieren. Jetzt bin ich ja gespannt, kommt es ein Scooter oder ein Skater? Was meinst du, hast du Skater da? Sonja, hast du überhaupt Skater da? Es sind jetzt da, jetzt zwei Jungs, schau mal da. Echt? Wo ist dein Kollege? Ist er in FC?
Ah ja, ah, Sie zwei ja, sind er kommt, dort, schau, er kommt dort, schau, er kommt dort. Ja, hey! Hey, ein Zweier! Super! Unglaublich. Das ist ein spezielles Scooter, gell? Mit einem Trittbrett, gell? Gut hin. Genau, ja. Ist das auch wichtig? Verbaut als normale. Und ein bisschen breiter ist es auch, gell? Ja, genau. Aber es gibt so wieder verschiedene Sachen. Selbst ist aber schwierig, nicht gell? Gleich, was du ja vorher gemacht hast. Hast du mir zweimal eine Strülle, gell? Ja, genau. Nein, einmal ist es. Einmal? Ja. Hey, für mich war es zweimal. Kommt es auch noch ein bisschen darauf an, dass ein Brett stylisch ist? Ja. Macht schon noch etwas aus, ja? Oh, ja. Und bist du öfter mal in diesem Park oder so? Hast du Freude an dem? Ja, mal. Also der Boden ist zwar jetzt nicht gerade der beste, aber ja, es ist mehr Platz. Und ja, ja, es ist halt gut, um etwas halt da das Grab zu haben. Ja. Sonst müssen wir halt immer auf den Dutz gehen und dann, ja, bis wir dort rüberkommen, ja, sind wir schon kaputt. Ja, aber es geht. Aber meinst du, gell? Ja. Also Beton abgerundet wäre schon besser, hä? Ja. Also, es stört jetzt nicht so gross viel. Okay. Es kippt jetzt nicht so, aber... Aber ist nicht ganz dünn in dem Fall? Ja, es geht. Ja, ja. Du hast jetzt mit dem gröberen Belag, hast du die Rädchen vorne kaputt, oder was meinst du? Ja, also es ist auf jeden Fall nicht so gut wie auf einem normalen, also halt besseren Boden, weil wenn man zum Beispiel jetzt halt irgendwie so, also halt so ein V-Slide macht, so, ja, dann gehen die Räder halt schnell kaputt, weil es so hoch ist. Ja, es, ja. Ist, du hast auch noch spezielle, gell? Das sind nicht die Räder, weißt du, die kleinen Kinder haben. Die nein, sind halbrund, die sind flach, gell? Ja. Sind die griffiger irgendwie? Nein, die haben einfach ein besseres Kugellager und sind einfach, ja, stabiler. Ja. Ja. Als Marke. Ja. Muss auch eh stabil sein, gell? Ja. Ist der nie das da nie abgebrochen da? Mal. Und dann? Gestern gerade. Oi. Ja. Also es kann sein, dass der Gummi da der Gummi abreißt. Jawohl. Das ist gestern passiert. Und dann kann man halt im Fahren mit dem Gummi die ganze Zeit abgehalten. Ja. Und genau, dass es halt einfach komplett in der Mitte drüber bringt. Und dann du schrübelst selber wieder drum und bringst ja, es wieder her. Ja, dann müssen wir neues wiederholen. Ja, okay. Ja. Oh, schau mal, Sony, schau mal an. Mach vollen Einsatz. Ja, ja, wie es siehst. Aber da springt man eigentlich auch. Also, da macht man halt. Ah, so geht das. Also, du Sony, wenn ich so zuschaue, ist doch kein Problem. Hey, ha? Ist ja locker hin. Ja, das geht sicher, ja. Ich mache das Beste draus. Also, den wirst du hier hindern. Und wo tun wir denn die Rail hin? Hey, du bist mir voll drauf, hey. Du weißt das, was hast du gesagt? Die Rail? Die Rail, ja. Ah, wie heißt das? Rail. Was heisst denn da? Jetzt ist das ist Rail. Einfach, die heisst Rail, ja. Also, eigentlich ist es ein Zaun. Also das ist er drin, der Zaun? Ja, so schlippen. Wow, hey, du musst aber recht, drüber. Gut sein, gell? Ja, hast du auch gelernt. Was rutscht jetzt hast drüber? Hast du nicht gewusst? Nein, komm, das heisst anders. Wie sagt man denn? Heisst anders. Flitzen drüber. Du, Justin! Ja, frag mal jemanden. Justin, wie sagt man denn? Wie sagt man denn? Wie willst du machen, dass es raufgeht? Wir wissen nicht echt, wie sagt man denn? Weißt du, wenn man dort drüber geht, über das Rail, wie sagt man denn? Sie sagt, schlüpfen drüber, rutschen drüber. Wie sagt man denn? Also, wenn man mit den Trucks drauf geht, dann heisst es grinden. Wenn man mit dem Board drauf geht, holziger Teil, dann heisst es sliden. Bei den Scooter, keine Ahnung. Scooter, wie heisst es gegen dir? Grind einfach. Auch, ja, gut. Ja. Hast du wiederholen, Sonja? Klingt viel besser. Riden, sliden. Riden, sliden. Aber du also ich finde sliden für jetzt für alles nicht. Genau. Das passt bei mir. Sliden ist perfekt. Slide ist wir perfekt. Sliden. Achtung! Und schon kommt einer. Ah, das war jetzt sliden gewesen, gell? Was ist das gewesen? Das war ein Grind gewesen. Wie heisst das? Grind. Was ist ein Slider? Grinden. Sliden ist, wenn du mit dem Skateboard, mit dem holziger Teil gehst. Und beim Scooter gibt es nur Grinder. Ach so! Ja. Okay. Ja, nein,
Das ist ein Ledge. Ein Ledge? Jo. Und Wahnsinn. Warum nimmst du den Ledge so weit hinter, weil man ihn nicht braucht, oder wieso? Nein, nein, das wäre gerade ein gutes Teil, das man an die Wand hin tun kann und dann das Minipad dazu. Okay. Nachher kann man auch gut Kombos machen, wenn man das drauf hat. Kombos? Was ist das? Kombos sind einfach Tricks, die man aneinander reiht. Ach so, okay. Ja, super. Aber gell, da kommt schon ein bisschen darauf an, dass man sich ein bisschen auskennt bei der Benennung, oder? Auch ja. Auch ja, sonst weiß man nicht immer genau, was man meint. Ja. Was hast du gemacht, Sonja? Was hast du gemacht? Ah, hast du dich verletzt? Unglaublich fest. Beim Skaten. Ah, du bist alles, gell? Was ist es? Grinden. Kann man mit dem Scooter? Was heißt denn das jetzt? Grind. Grind in dem Sinne. Grinder. Ah, okay. Also, hast was? Du gehört? Nein. Mit dem Scooter hat es Metall dran. Darum ist es härter und wir nennen es Grinden. Aha. Und sonst Sliden. Oh. Weil es Rutschen ist. Dann. Habe ich jetzt gerade gelernt, dann kann ich weitergeben. Ich kann es mir später wieder anschauen, wenn ich es nicht weiss. Es gibt ein neues Toy-Toy, ein WC, das man brauchen kann, das dann irgendwo da hinten steht. Und ja, die Öffnungszeit hat sich einfach noch ein bisschen verändert. Aha. Aber das steht alles da auf der Hinweistafel.